Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Thief. So, jetzt schauen wir mal, wo es uns hier hin verschlagen hat. Kann man sich hier noch bedienen? Ja, sicher. Okay. Ja, scheint nur ein paar Atemprobleme hier zu haben. Hier ist auch ganz schlecht. Okay. Ja, wo geht's hier lang? Hier schaut's gut aus. Uah. Schon mal einiges an Leben verloren. Ich würde gerne die Sachen mitnehmen, aber Zugang darf mich, glaube ich, auch nicht aufhalten. Was ist hier? Okay, wo ist hier eine Tür? Alter, wo ist... Okay. schneller, 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 schneller. Hier. Ui, das fängt ja gut an. Ich glaube, hier bin ich erstmal sicher. Also zumindest sicher, was irgendwelche Gase und sonstiges angeht. Gut, das Leben nehme ich doch gerne. Müssen wir schauen. Genau. Den Schalter müssen wir betätigen, aber vorher schaue ich mich erstmal um. Ein Sammlerstück. Sehr schön. Ja, hier haben wir noch was. Okay, das ist einfach nur ein Wurfgegenstand. Ja, oder was ist da hinten noch? Ist nichts mehr. Okay. Dann betätige ich einfach mal den Schalter hier. Gleich mal den Fahrstuhl angeschmissen. Ich schätze mal nach oben. Eigentlich soll man im Brandfall ja nicht den Aufzug benutzen, aber ich glaube, ich mache mal eine Ausnahme. Ehrlich gesagt habe ich auch keine Treppen gesehen, deswegen wirklich Optionen hatte ich nicht. Wenn das Gitter schon so farbig ist, werden wir es wahrscheinlich irgendwie gleich brauchen. Jo, wo bin ich? Okay, geht doch weiter. Ich weiß gar nicht, ob hier noch Wachen sind, aber ich bin trotzdem mal lieber vorsichtig. Weiß ja nie. Ne, kann ich gar nicht durch. Okay. Was haben wir hier? Häftlingsliste. Moral. Wegen Verbrechen der Götzen, Vandalismus am Besitz des Barons, Plünderung, Aushungern am Schandstock, dann Aufhängen am Halse bis zum Tod. Kaderli, wegen Verbrechen des Götzen, Verteilung aufrührischer Schriften, Aufhängen am Halse bis zum Tod. Albright, wegen Verbrechen der Götzen, Anführer des aufrührischen Gesindels, Aufhängen am Halse bis zum Tode, danach Vierteilung. Also mit dem Aufhängen am Halse bis zum Tode haben sie es hier echt ganz schön. Waden, wegen Verbrechen der Götzen, Aufhetzerei und Aufwiegelung, na, natürlich Aufhängen am Halse bis zum Tod. Und hier wird es interessant. Gasso, in Einzelhaft auf Garten. Achtung, darf nicht ohne ausdrückliche Genehmigung des Dienstfängers General verhört werden oder hingerichtet werden. Okay. Warum heißt der Gasso? Der ist doch eigentlich Basso, oder? Ich bin mir sicher, dass er Basso heißt. Ist das ein Schreibfehler oder haben die einfach nicht seinen richtigen Namen? Gute Frage. Haben wir hier? Oh, absolut nichts. Ein sinnloser Raum. Naja, muss ja auch nicht in jedem Raum was drin sein. Ist ja eigentlich eher glaubwürdig, wenn nicht in jedem Raum irgendwelche Wertgegenstände liegen. Okay, jetzt haben wir hier einen Götzenbrief. Mein geliebter Markus, ich sorge mich so um dich. Orion scheint ein guter Mann zu sein, aber die Götzen machen mir Angst. Ich will nicht, dass du in etwas verwickelt wirst, das dir Ärger oder Schlimmeres bringt. Komm zu mir nach Hause zurück. Bitte, Geliebter, pass auf dich auf. Ich lasse eine Kerze für dich brennen. Elois. Ja, der Jude Markus hat es mal gar nicht nach Hause geschafft. Weil den Brief habe ich mir am Nagel, unter den Nagel gerissen. Da ist wahrscheinlich Basso drin.
Ich schaue jetzt trotzdem erstmal, ob hier noch irgendwo was liegt. Nee. Schaut nicht so aus. Dann weiter im Programm. Okay, hier ist auch nicht dran, aber bin kurz davor. Ich hatte gerade eine Fehlermeldung. Ist die bei euch auch eine Aufnahme? Ach, sehe ich ja eh, wenn ich ran war. Oh. Danke, Garrett. Ich bin da drin ein bisschen durchgedreht, so ganz allein. Wollte sogar Jennifer bei mir haben. Sorry, Mann. Die Taube ist tot. Oh, ekelhafter Mistkerl. Ich dachte immer, wenn sie Anna tötet, dann wäre das ich. Was hast du vor? Oh, halt, 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 halt. Du denkst doch nicht an die Geschichten über den legendären Tresor, oder? Oh, doch. Wenn man schon hier ist. Hör zu, Garrett. Niemand zahlt dafür, dass du dabei den Hals riskierst. Ja, ich bediene mich einfach selber. Ich bin eben nicht. Wow, das war ein verdammt uncooler Spruch. Falls du es überlebst, ich meine, wenn du es überlebt hast. Ich bin im Sirenennest im Südviertel. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr den neuen Garrett mögt, also den praktisch in diesem Teil. Bin mir nicht so wirklich sicher. Also der in den vorigen Teilen, der hatte schon irgendwie schon eine etwas coolere Art an sich. Also er ist jetzt nicht so ein obercooles Aufgespiele oder so, aber er war irgendwie mehr, wie kann man sagen, er hatte mehr Stil. Ich glaube, Stil trifft es ganz gut. Also der Garrett hier wirkt immer so ein bisschen aufgesetzt. Schaut jetzt aber ganz schick aus. Ich glaube, der Turm wird es auch nicht mehr so lange machen. Wow, was war da los? Das versteht der Baron unter Ordnung und Effizienz. Würde er diese Stadt wirklich verstehen, wüsste er, dass das nie funktioniert. Das sind Maschinen, okay. Okay, wusste ich trotzdem, dass ich mal raus muss. Was ich mich frage, hier gibt es ja irgendwie auch alle paar Meter irgendwelche Roboter. Ich verstehe gar nicht, warum der Actor so ein Getue macht um das ganze Zeug, was ihm geklaut wurde. Wenn es scheinbar doch relativ einfach ist, solche Maschinen zu bauen. Du müsst ja doch die Ersatzteile einfach irgendwo billig bekommen, oder? Naja. Gut, wo muss ich denn hier lang? Ne, da gefällt es mir nicht. Da gefällt es mir auch nicht. Kann sein, dass ich das schon richtig war, oder? Ja. Ah, okay. So, gibt es hier nochmal irgendwas? Ich schaue mich lieber erstmal um, bevor ich irgendwas anderes mache. Scheint jetzt nichts groß zu sein. Außer natürlich der Schalter hier. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ja, darum mache ich es einfach mal. Warum sagst du, das ist eine schlechte Idee, wenn es deine Idee war? Okay, es ist zwar tolle Selbstreflexion, aber. Ich brauche größere Dietriche. Okay. Öffnen den Tresor. Heißt, es muss einfach irgendwelche Schalter drücken oder was? Um das Schloss zurückzusetzen, muss ich rechtzeitig beide Knöpfe drücken. Um das Schloss zurückzusetzen.
einzusetzen, muss ich rechtzeitig beide Knöpfe. Wem sagst du? Komm. Wow. Das war immer ein wahnsinnig komplexes Rätsel. Notiert haben. Ja. 301198, okay. Das war ja einfach. Okay. Aber 30 können wir natürlich nicht eingeben. Aber ich. Okay, warte. Ich glaube, hier müssen wir einfach 319 eingeben. Die anderen Zahlen dann praktisch auf der anderen Seite. Seht ihr? Geht ja ganz einfach. Oh, okay. Ah, nicht der schon wieder. Wusstest du es nicht, Garrett? Gier ist Sünde. Und man wird bestraft für seine Sünden. Aber ich kenne die Gier, mein Freund. Wo sie herkommt. Es war so einfach. Ich musste dich nur in das Gebäude locken. Ja klar, hast du natürlich alles geplant. Siehst du? Ich kenne dich besser als du dich selbst. Wow. Damit hast du mich beeindruckt. Morgen hängst du am Galgen, Meister. Oh Junge, jetzt sollte ich immer schnell mal einen Abflug machen. Und da mache ich auch schon den Abflug. Schlecht. Sag mal, das ist mir gerade erst bewusst geworden. Der Diebesfänger-General, das ist doch 1:1 Daniel Day-Lewis in Gangs of New York, oder? Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, aber das ist... Vielleicht hat er besser recht. Das ist fast sogar dieselbe Rolle, also schon. Mindestens die Goldzähne des Tricksers sind. Also... Trickser. Optisch schon sehr nah dran. Okay, das ist jetzt sehr schwer. Schon mal versprechen, dass ich mich hier ein bisschen schwer tun werde wahrscheinlich. Ich muss wachsam bleiben. Oh Junge. Mit dem Schalter da vorne. Ich glaube, da mache ich das Licht aus. Das wird eine lange Nacht, wenn er zurückkommt. Okay, jetzt haben die alle mich gesehen. Das war schon mal ganz schlecht. Das glaube ich nicht. Ich bin hier in meiner Deckung. Okay, bitte. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Alter! Ah, oh, ich hasse das. Okay, keine Option. Aber ich glaube, ich muss den Schalter da umlegen, wenn ich mich nicht sehr täusche. Ich bin mir auch, so eine Pose habe ich jetzt auch nicht mehr. Zack, zack, zack. Ein schönes Stück. Jo, hast recht. Was ich vorhin schon sagen wollte, was ganz cool ist, er hat eben gesprochen von den Zähnen des Tricksters. Das ist eine Anspielung auf die alte Reihe, wo, also ich weiß nicht, wer den ersten Teil gespielt hat, da war der Trickster ja sozusagen der Hauptantagonist. Und Solche kleinen Anspielungen gibt es immer wieder mal. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich bin mir bis heute aber nicht so 100% sicher, ob das Spiel hier tatsächlich eine Fortsetzung sein soll. Ich weiß, das habe ich vorhin schon mal gefragt und habe
eigentlich schon wieder vergessen. Oh Gott. Natürlich haben die das gesehen. Scheint doch noch einigermaßen sicher zu sein hier. Aber jetzt wissen wir ja, was der Schalter hier gemacht. Nämlich das Licht aus. An dem Roten erkennt man auch schon, dass die Typen hier also mehr als nur gespannt sind. So, ein falscher Schritt und man ist wirklich dran. Jetzt die Frage, gehe ich hier lang oder gehe ich rechts lang? Ja, rechts ist schon ziemlich hell. Also ich muss ja eigentlich nur raus. Das ist auch leichter gesagt als getan. Okay, da sind drei. Ach, ich versuche auf der linken Seite mal mein Glück. Hey, die ganze Zeit diese einzelnen Dubstep-Beats hier, die machen mich irgendwie ganz kirre. Okay. Oh mein Gott, der Kerl hat einen Umhang, der muss gefährlich sein. Das ist mir zu hell. Ich würde gerne den Kerl, der jetzt auf mich zukommt, ausschalten. Steht der nochmal so doof? Vorbeischleichen ist da jetzt echt nicht dran zu denken, oder? Die wechseln sich doch schon gut ab. Oder ist das der Punkt, wo es geht? Ja, das war der Punkt. Das finde ich eigentlich immer ganz cool in so Games. Du weißt halt schon, dass die nicht unfair designt sind. Also es gibt eine minimale Chance durchzukommen. Ist halt wirklich, also die Phase, wo man durchkam, ist sehr, sehr, sehr gering, aber es gibt diese Phase. So, den Kerl da hinten müssen wir jetzt erstmal abwarten, wie er läuft. Um Gottes Willen, bitte entdeck mich hier nicht. Also bis dahin reicht's, da ist okay, okay. Ja, da oben bin ich nicht. Ja, mir erstmal. Irgendwann sterbe ich mal wegen dieser ultralangen Animation. So, wo waren wir? Ich muss auf jeden Fall in den Safe kommen. Oh Mann, hoffentlich werde ich hier nicht entdeckt. Nein, 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 nein. Blöde Steuerung. Sagt er einfach wachsam bleiben und sieht nicht, dass ich mich hier im Safe zu schaffen mache. Und das letzte muss die 8 gewesen sein, gell? Ich glaube ja. Okay. Die Jungs haben mich nämlich auch gerade in dem Moment entdeckt, wo ich die letzte Ziffer eingegeben habe. Alter Schwede. Oh. Ein Fragment des Urkraftsteins. Nicht unbedingt das, was ich erwartet hätte. Aber ich nehme es trotzdem. Ja, dann halte ich doch mal zum Beobachten. Nehme ich. Auch mit. Ach, wie süß. Garrett beim Blumenpflücken. Wenn ihr Blagen nicht macht, was ich sage, bekommt ihr die Peitsche zu spüren. Dann kriegt ihr eine gepaddelt. Komm her, Junge. Okay. Ah. Hier herrscht Leid, Schreie, nur Krankheit und Tod.
Ich halte das nicht mehr aus. Es schmerzt, Barrett. Es tut mir aber leid. Doch unter all dem Lärm erklingt das Flüstern. Komm mit, Garrett. Und ich zeige dir ein Geheimnis. Ja, ich komme ja mit, aber wo bist du denn? Man wird stark, wenn man alleine aufwächst. Es gibt keinen, der dir hilft. Okay, wenn du meinst, das bedeutet Stärke. Hast du mich deshalb gehen lassen, Garrett? Weil du außer mir keine Familie hattest? Okay. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir waren nie auf Augenhöhe. Große Brüder sind immer klüger. Ich wollte helfen, doch du hast nicht zugehört. Boah. Weißt du, dasselbe habe ich auch über dich gedacht. Oh mein Gott, sie haben sich beide einfach nie verstanden. Ich werde sie aufhalten. Ich möchte schlafen wie du. Ich schlaf doch gar nicht. Northcrest, erst hier ins Wissen, was passiert ist, wo du warst. Aber bitte. Komm zu der Heilanstalt. Moira birgt Wahrheiten, die viele gern vergessen. Die Heilanstalt Moira. Willst du mich retten? Ja. Dann brauchst du den Schlüssel. Alter! Dreh dich um. Oh, fuck, wo bin ich denn jetzt? Ist der Tresor runtergefallen oder? Oder was war das gerade? Also so ganz schlau werde ich aus diesen Sequenzen auch noch nicht. Das ist nicht ganz nach Plan, aber wenigstens lebe ich noch. Ich muss zurück zum Glockenturm und den Kopf frei bekommen. Ja, erstmal eine Weile chillen im Glockenturm und dann läuft das schon wieder. Also wie gesagt, so ganz schlau werde ich aus diesen Sequenzen immer noch nicht. Aber vielleicht löst sich das ja am Ende dann doch einigermaßen auf. Oh, alles brennt. Opportunist. Ich glaube, was anderes als Opportunist werde ich jetzt auch nicht mehr bekommen mit dem Spiel, so wie ich da unterwegs bin. Stil, boah, nur 35% der Beute, das war natürlich schlecht. Keinen einzigen Taschendiebstahl gemacht. Naja. What wanna do, sage ich da immer. Im schlechten Englisch. Stumpfe Pfeile sind billig, ja. Die sind so billig, sage ich euch. Schaukästen aktualisiert. 6 Nächte später. Ey, der chillt halt wirklich mal so eine ganze Woche. Gut, was haben wir denn hier? Geschicklichkeit, Scharfsinn, Kampf, Tempo. Ich glaube, Tempo habe ich jetzt schon letztes Mal einigermaßen aufgewertet. In dieser Truhe bewahre ich alle meine Vorräte auf. Bisher ein toller Hecht. Und nur leider nichts reingeschmissen, deswegen bringt mir die Truhe jetzt gar nichts. So, möchtest du in dieses Viertel gehen? Oh ja, ich möchte. Hey, eigentlich ein ganz geiles Bild, muss ich sagen. Ist vorne der Typ aus Braveheart? Also der beste Kumpel von William Wallace? Ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, in dem Spiel sind irgendwelche alle Charaktere aus irgendwelchen Filmen geklaut. Oder freundlich gesagt, inspiriert oder angelehnt an irgendwelchen Filmrollen. Ich meine, das macht ja auch nichts, ist ja jetzt auch keine Schande oder so. Das ist mir jetzt nur schon ein paar Mal aufgefallen, ne? Manchmal musst du deine Grenzen kennen. Ja. Die Herzen scheinen genug zu haben und töten jeden, der nicht zu ihnen gehört. Mich eingeschlossen. Ich sollte jede Konfrontation meiden. Entschuldigung, falls ihr jetzt gerade so einen kleinen Cut drin hattet. Ich bin aus Versehen auf die Aufnahmetaste gekommen. Das heißt,
Ich habe jetzt gerade eine Neuaufnahme gestartet. Ich hoffe, dass da nicht viel Pause dazwischen drin. Also die Pause wird so eine Sekunde oder so gewesen sein, aber entschuldige mich trotzdem mal. Ja, wie wir gesehen haben, es gab hier einen kleinen Aufstand und die Götzen sind jetzt zumindest in manchen Stadtteilen an die Macht gekommen. Also die Götzen, falls ich schon wieder vergessen habe, die Jungs von Orion. Die sind mir aber auch nicht freundlich gesinnt, das heißt, ich werde auch fertig gemacht, wenn ich entdeckt werde. Und viel hat sich jetzt auch nicht verändert, wie man sieht, da unten laufen immer noch zwei Wachen rum, es sind jetzt halt zwei Götzen. Ja, lass uns mal überlegen. Was haben wir denn? Trifft Basso im Sirenennest im Südviertel. Ah ja, das ist noch ganz interessant, der Basso ist jetzt nicht mehr hier in dem Viertel, also in dieser Taverne, sondern ist jetzt ganz im Südviertel bei Vittori in dieser Bar. Genau, das könnten wir machen. Da muss ich sowieso hin, weil Vittori auch einen Auftrag für uns hat. Ich habe es ja vorhin schon mal gemeint, ich werde jetzt voraussichtlich nicht mehr so viele Nebenaufträge machen. Wahrscheinlich werde ich gar... Oh Gott, ich bin ja ganz falsch. Wahrscheinlich werde ich gar keine mehr machen. Außer die von Vittori und... Herrgott, und Hector. Hä? Wo ist denn das Fenster hin? Also hier irgendwo ist doch so ein Fenster, womit ich ins andere Gebiet komme. Ist das hier? Hä? Ich dachte, das wäre hier. Egal, gehen wir weiter. Eine Arznei gegen die Schwermut? Ich kann mir kaum das Lumpenhaus leisten. Ah ja, okay, das ist hier, genau. Wisst ihr was? Ich mache hier mal eine Cut und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA.